Hey, hey, ich bin Maria von More Raw Food und hier ist Laurella von More Raw Food und wir werden ja gleich oder später jetzt zu dem Geburtstagtreffen gehen von mir und ich freue mich schon super doll und möchte dich natürlich auch mitnehmen und dir nochmal so ein paar Eindrücke zeigen. Bevor ich das mache, möchte ich dich nochmal an meinen Adventskalender erinnern und zwar kannst du da Sachen im Wert von über 1500 Euro gewinnen. Du kannst jeden Tag wieder dabei sein, du sollst sogar jeden Tag wieder mitmachen und alle genauen Informationen, die super einfachen Teilnahmebedingungen findest du im Video unten in der Videobeschreibung und in dem Blogpost, also schau da auf jeden Fall mal gerne vorbei. Aber jetzt zu meinem Geburtstag. Also erstmal kurz, wie ich den gefeiert habe. An meinem Geburtstag sind wir aktuell hier nach Berlin geflogen und ich habe nicht wirklich gefeiert, weil wir sind früh aufgestanden, unser Flieger ging früh, also da war nicht wirklich Zeit. Und es ist mir auch nicht so wichtig mit meinem Geburtstag jetzt, sondern ja, und für mich war ja das Highlight mein Besuch bei meiner Wahrsagerin und dazu kommt auch noch ganz bald ein Video, das nehme ich auch noch auf die Tage, weil das war echt mega interessant, um das mal so auszudrücken. Aber ein paar mehr Geheimnisse verrate ich dir dann in dem Video dazu. Und ja, weiter habe ich an meinem Geburtstag auch nicht gefeiert. Meine Mama musste arbeiten, hat dann noch ihren Rehabilitationssport gemacht, weil die wurde gerade operiert. Und Samuel musste viel arbeiten und keiner hatte irgendwie Zeit. Aber früher habe ich immer so gedacht, was mögen die mich jetzt nicht mehr? Aber diesmal hatte ich so viel innere Liebe. Ich habe mich da so drauf vorbereitet und auch in den letzten Wochen und dieses Jahr so viel mit meinem inneren Glück gearbeitet, dass ich darauf gar nicht mehr angewiesen war, auf diese Freude von außen oder diese Aufmerksamkeit und war einfach nur glücklich, dass ich halt einen schönen Tag mit Laurella hatte und ich habe mich gefreut, weil unsere Unterkunft ist hier direkt gegenüber vom Daluma und hier nebenan ist ein Biolan, also besser geht's gar nicht und das war dann für mich so das Geburtstagshighlight. Und Geschenke will ich ja sowieso nicht haben, weil ich will ja minimalistisch leben, sondern ich möchte eher so Erlebnisse und habe dann nur zu Samuel gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir am Wochenende dann halt einfach mal zusammen schön brunchen gehen oder irgendwo essen gehen oder so. Und wir werden am Samstag, werden wir schön morgens frühstücken gehen irgendwo mit meiner Mama und Samuel und Laurella. Dann gehen wir ins Naturkundemuseum, dann macht Laurella Mittagsschläfchen und abends, denke ich mal, werden Samuel und ich essen gehen und meine Mama passt auf Laurella auf. Und das passiert ja nicht wirklich oft, also ich glaube, das ist jetzt das zweite oder dritte Mal. Und da freue ich mich total und das ist für mich besser als jedes Geschenk der Welt. Ja, aber jetzt habe ich genug gequatscht zu meinem Geburtstag und will dir jetzt einfach noch mal ein paar Eindrücke von den Abenden mit all meinen Leuten hier aus Berlin zeigen, weil ich habe eingeladen, dass ein paar, die mich verfolgen, einfach dazukommen und mit mir feiern und hier sind noch ein paar Eindrücke für dich. Jetzt wollte ich noch die tollen Geschenke zeigen, die ich bekommen habe. Also, ich bin immer noch ganz geflasht. Das hier ist irgendein leckerer Kuchen. Und den werde ich mir jetzt gleich zum Frühstück schmecken lassen. Da freue ich mich schon, bin schon gespannt. Sieht voll lecker aus. Dann zwei geniale Kokosnüsse. Und ich habe immer noch gedacht, Mensch, ich kriege hier keine Kokosnüsse. Aber ja, jetzt habe ich welche bekommen und dazu so einen Kokosnussöffner und den werde ich dann auch gleich mit ausprobieren, weil ich habe ja nicht wirklich scharfe Messer. Dann das Beste auch natürlich selbstgemachtes Fruchtleder, wo Laurella schon versucht ein Stück zu naschen. Da freuen wir uns auch ganz doll, das werden wir, denke ich, heute auch mal naschen. Dann ein ätherisches Öl. Und zwar ist das irgendwie so, dass es das wärmend. Freuen wir uns auch schon. Das, Laurella, darfst du aufmachen. Möchtest du das jetzt aufmachen? Ja. Dann natürlich noch leckerste Schokolade. Ein Weihnachtsmann für Laurella, der hüpft. Karopulver. Und das hier ist auch super interessant. Während Laurella da schon das auspackt, möchte ich dir mal das hier zeigen. Und zwar sind das so Sachen, die man zum Beispiel über eine Zitrone oder so drüber stülpen kann, wenn man nur noch eine halbe hat oder über eine Avocado, weil dann trocknen die nicht so aus. Das finde ich ganz toll, habe ich auch schon mal gesehen. Ja, finde ich ganz toll, da packt Laurella noch aus.
Und dann habe ich noch so zwei schöne Beutel von Vegans bekommen. Ich liebe ja Beutel, aber jetzt habe ich auch genug. Und dann hier, das fand ich auch ganz toll, erstmal diesen schönen Spruch: Seeing oneself in the morning means seeing the sunrise also. Without seeing the sunrise, no one can see himself. Ja. Ja, was das heißt, ist, wenn man sich selber jeden Morgen im Spiegel anschaut, dann sieht man die Sonne auch, weil ohne die Sonne oder ohne den Sonnenaufgang sieht man ja nicht sich selber. Und das fand ich ganz toll. Und dann war da so was Schönes drin. Hier haben wir das. Und zwar ist das Weizengras. Da schneidet man einfach die Tüte auf und dann gibt man da Wasser rein und dann wächst da Weizengras drauf. Und das ist wohl so ein ganz, ganz toller Laden. Ecobag, also den gibt es hier in Berlin wohl. Und da kann man so tolle Sachen kaufen. Also das ist total schön. Was machst du da? Machst du, hackst du das auf? Komm, wir machen mal zusammen. Oh, ein Musikinstrument. Muss man hier drin drehen, oder? Ja, super, super, lieben Dank für all diese wundervollen Geschenke. Wir werden jetzt hier schlemmen und uns verwöhnen. Und Lorella wird hier gleich noch nach der Musik tanzen. Also ganz, 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 ganz dollen lieben Dank dafür. Und hier sind erstmal diese wunderschönen Blumen, also der wunderschöne Strauß. Dann hier noch zwei Sträuße in einer Vase. Dann dieser große Blumenstrauß, den hatte ich von Samuel. Aber diese Blume hier, die große, habe ich auch geschenkt bekommen, diese rosane. So, so schön. Also hier habe ich heute früh gesessen und gearbeitet und mir die ganzen schönen Blumen angeguckt. Ihr seid echt der Knall im All. So war das bei meinem Geburtstag und ich hoffe, dass dir dieser kleine private Einblick gefallen hat. Wenn ja, weißt du ja. Denk gerne auch an den Adventskalender. Da freue ich mich, wenn du jeden Tag dabei bist und mitmachst und ich dir ein paar Sachen schenken kann, wenn du gewinnst. Und jetzt möchte ich mal von dir wissen, wie ist es bei dir beim Geburtstag? Wünschst du dir auch eher so materialistische Sachen oder Erlebnisse? Wie siehst du das Ganze mit so minimalistisch Leben und so? Hinterlass mir da gerne einen Kommentar, da freue ich mich ganz, ganz doll. Ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und dir die Zeit genommen hast für mich. Und sag bis ganz bald, lass es rocken, Maria und Lorella. Tschüss, tschüss.